Ja, hallo zusammen, ihr Lieben. Hallo zusammen. Und zwar haben wir die Überschrift Schock. Ja? Was ist denn passiert? Ja, es geht um unsere lieben Nachbarn. Die Familie habt ihr ja kennengelernt. Walter und seine Familie, die hier zu uns ausgewandert sind. Ja, leider ist was ganz Trauriges passiert und viele fragen auch so, wie es denn geht und was sie so machen. Ja, und wir haben mit der Familie gesprochen. Wir haben sie gefragt, ob wir das kurz dann Revue passieren können, was passiert ist. Und das wollen wir euch jetzt erzählen. Ja, es hat eigentlich sehr schön angefangen. Ja, wir hatten eine sehr schöne Zeit gehabt miteinander. Wir hatten, die Kinder hatten vor allen Dingen viel Spaß gehabt, von morgens bis abends hier in der Matsche Pampe zu toben, am Fluss, Schule und so weiter. Das, in den Bergen. In den Bergen, ja. Mit den Tieren. Irene und Jeanette, die haben sich super verstanden, die haben schon fleißig Tomaten angesetzt, Brot gebacken. Brot gebacken, ja. Ja, und da war das so, dass eines Morgens es an der Tür klopft, bum bum bum, ich mach auf, das ist die Tochter gewesen von Alex, ja, also von seinem Bruder. Ja. Und ob wir einen Feuerwehrlöscher haben. Da wusste ich schon gleich, oh, das hört sich ja gar nicht gut an. Was ist passiert? Ja, um 12 Uhr nachts, es war ziemlich kalt, es war minus 20 Grad. Und der Walter hat gemeint, er heizt halt ein, damit es halt warm bleibt in der Bude über Nacht. Und dann auf einmal hat er gemerkt, oh, das raucht, ja, also da ist schon eine Rauchentwicklung da. Und also um 12 Uhr nachts ist ihm dann aufgefallen, Gott sei Dank, muss man dazu sagen, weil ich meine, jeder weiß ganz genau, wie gefährlich Rauch sein kann. Mhm. Und da hat er sozusagen seine Familie evakuiert. Genommen. Evakuiert. 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 Genommen und zu seinem Bruder rübergebracht. Ja, ja. Bis 3 Uhr nachts haben die dann hin und her, das haben wir dann gar nicht mitbekommen. Ja, ja, die ganzen Sachen haben sie ausgeräumt. Rübergebracht und dann morgens sind wir halt hin, merken, naja, es qualmt immer noch. Haben gedacht, naja, das ist, also es stand alles voller Rauch, ja, also wenn man dort 5 Minuten stehen müsste, weiß nicht, dann wäre es auf jeden Fall eine Vergiftung, Rauchvergiftung dort. Also man hat die Fenster, kann man nicht aufmachen bei diesen alten Fenstern, man hat Tür aufgemacht, aber es war wirklich sehr, also voller Rauch. Ja. Mhm. Dann haben wir gedacht, okay, was machen wir und so weiter. Zum Glück haben dann die Dorfbewohner gemeint, naja, das Problem ist einfach, was ist denn eigentlich passiert? Also der Kamin und der Hauptbalken, der im Wohnzimmer dann sozusagen das Schlafzimmer trennt, der ist komplett an dem Kamin gewesen. Und Kamin ist ja natürlich uralt, hat viele Risse. Ich persönlich vermute, dass dort ein Funke rübergeschlagen hat. Und zwischen den Balken, die aufeinander gestapelt sind, ist ja Dämmstoff. Und dieser Dämmstoff hat angefangen zu qualmen, zu brennen. Und Jeanette zeigt jetzt diesen Balken da. Blendet das Bild ein. Mhm. Und es ist so, dass wir gedacht haben, ja okay, das geht irgendwann mal aus, aber leider nicht. Also wir mussten den Kamin kaputt schlagen, wir mussten, also zum Glück haben die Dorfbewohner haben dann geholfen, den Hauptbalken durchsägen. Den, wo ihr jetzt gesehen habt. Genau, das Stück haben wir rausgesägt und dann haben wir festgestellt, oh, das Feuer geht weiter, dann nochmal halber Meter, nochmal halber Meter. Auf der anderen Seite nochmal einen Meter abgesägt, also fast die ganze Wand haben wir absägen müssen, rausholen, weil zwischen den Fugen auf drei Balken, Grundbalken, hat es dazwischen gebrannt. Ja. Also das war schon verdammt gefährlich. Ich meine, es ist eine Familie mit 4 Kindern, die Irina ist schwanger und ja, ist natürlich, kann natürlich überall alles passieren, ja, also wir brauchen jetzt nicht in Panik ausarten, aber es ist halt so ein negativer Beigeschmack gewesen. Da waren die beiden Brüder, der ja auch hier ein kleines Häuschen hatte, und waren die zusammen und ich habe einfach festgestellt, ja, also was geht denn in so einem Menschen vor, ne? Die sind mit dem Bus ausgewandert,
haben dann sozusagen in Bisk eine negative Erfahrung gemacht, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dann haben sie hier sozusagen eine Möglichkeit gefunden, haben sich richtig gefreut und haben sich auch wohl gefühlt. Haben sich wohl gefühlt, ja, gesagt, ja, haben ja. sich wohl gefühlt. Aber dann durch die Situation mit dem Feuer und mit dem das Haus jetzt nicht mehr bewohnbar ist, man hat den Kamin oberhalb komplett zerschlagen müssen, die Steine ausbrechen, um den Balken mit der Kettensäge rauszusägen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie das so in so einem Haus danach aussieht, ja. Und auch an sich ist das ja eine Kleinigkeit. Es ist erstmal nichts passiert. Die Nachbarin war nicht böse, dass sie sozusagen das Haus in Schutt und Asche gelegt haben. Ja, das Haus steht ja noch, aber nicht bewohnbar mehr ist. Ja. Aber es wurde ja auch gerettet sozusagen. Also, ja, wir haben halt alles gemacht, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Der Kamin ist kaputt, aber es ist nicht mehr bewohnbar. Mhm. Und das Problem ist halt einfach, ja, keiner hat sie jetzt irgendwie angeklagt oder irgendwas. Also ist alles sehr, sehr human alles gewesen. Keiner hat irgendwas blöd gemacht. Ja. Also alles in Ordnung. Nur das Problem ist halt einfach, ja, der Mensch, wenn er auswandert, und da möchte ich vielleicht darauf eingehen, die sich überlegen auszuwandern, egal in welches Land, ja, spielt da überhaupt gar keine Rolle. Ihr seid alleine, ihr habt viele Herausforderungen und das ist emotional sehr schwierig zu handeln. Ja. An sich, was ist passiert? Ja, man muss 5 Reihen Steine legen und da wo Holzbalken war, kann man auch sozusagen eine Mauer hochmauern und eine Wand hochmauern, das wäre es dann. Aber es fällt einem einfach die Motivation. Ja. Man fällt in so eine Depression, wo man halt einfach die Hände nicht mehr hochbekommt, weil einfach die Lieben nicht da sind, die Freunde nicht da sind, die Familie nicht da sind. Ganz besonders die Eltern, die dann in so schwierigen Situationen, die man so im Leben hat, einen tragen. Ja, ihr wisst das, wenn jemand krank wird, wenn jemand was hat. Ja, wenn jemand Not hat, ist es schön, bei der Familie zu sein. Und das hat mir immer wieder gezeigt, egal wie man sich vorbereitet oder nicht vorbereitet, wenn man auswandert, wenn man das Land verlässt, egal in welche Richtung es geht, es ist sehr schwierig, sehr schwierig. Und die Familie hat dann gesagt, okay, wir fahren wieder nach Deutschland. Sie haben sich so geäußert, dass sie einen zweiten Staat brauchen, sich anders, komplett anders vorbereiten müssen, wollen. Ja, und wir wünschen der Familie auf jeden Fall Gottes Segen, viel Kraft. Ja, ich glaube, Irina, ganz viel Kraft für die Geburt, die bevorsteht. Ja, dass alles gut klappt. Und ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit dieser Familie oder mit den zwei Familien. Wir hatten eigentlich für ein paar Tage wirklich voll Haus. Also wir hatten 8 Kinder hier im Haus und 4 Erwachsene. Also ihr könnt euch vorstellen, in unserem kleinen Haus. Und wir haben eine schöne Zeit verbracht und wir danken nochmal den Familien, dass wir euch kennenlernen durften und wünschen euch von Herzen alles Gute, Gottes Segen und dass er euch führt und leitet, wo es auch sein wird. Ja, möge Gott uns auch tragen alle und dass wir zusammenhalten und dass wir auch verstehen, dass es nicht immer einfach ist und ja, dass man einerseits ja schön ist, wenn man wieder nach Hause fahren kann. Ja, und sie nach Hause gefahren zu ihren Eltern und sie wissen, dass sie dort Geborgenheit haben, das alles nachzuvollziehen. Ja, war eine heftiges Erlebnis, ja. Also dann schnell alles rübertragen, also für Walter. Der hat ja alleine, ja, die Irene ist ja auch schwanger, 3 kleine Kinder. Der ist hier im Dreieck gesprungen und da kapituliert man einfach, da hat man einfach keine Elan mehr, ja. Das ist so, das ist leider so und dann schafft man das Ganze nicht, obwohl man sagen könnte, okay, ich suche mir ein weiteres Häuschen, alles ist gut und so.
über den Dingen stehen, aber es ist nicht immer einfach. Deswegen, ja, überlegt euch alles gut, dreimal und viermal, auch wenn es so romantisch sich anhört, auszuwandern. Es hat ja auch seine romantischen Seiten, aber es ist verdammt, verdammt schwer. Ja. Ja, wir sind froh, dass es der Familie gut geht. Wir haben natürlich immer Kontakt zu dieser Familie. Und wenn alles gut klappt, dann darf ich auch Deutschland demnächst für eine kurze Zeit besuchen. Und ich freue mich natürlich auch, meine Lieben zu sehen. Und ja, da werde ich den Walter dort auch treffen. Wir wünschen euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Teilen, Kommentieren, zu liken natürlich. Ja, vielen Dank, dass ihr uns auch trägt und dass ihr mit uns seid, auch wenn es der digitale Weg ist. Aber wir sind auch froh, wenigstens diesen digitalen Weg zu haben, weil einfach das nicht immer einfach ist. Ja. Also Jeanette hat auch nicht nur ein paar Tränen, sondern viele Tränen verloren. Das hat sie schon sehr mitgenommen. Ja, es war nicht einfach, nein. Ja, es war eine Familie auf derselben Wellenlänge. Es war eine Familie, die nicht irgendwelche Gruppierungen oder, ja, leider ist es so, das ist auch vielleicht ein Thema, wo ich dann später ansprechen werde, diese Gruppierungen, Sektierungen, die dann entstehen, ja, da muss man immer aufpassen. Und diese Klickenbildungen, die sind natürlich überall. Mhm. Und deswegen ist es gut, dass wir wissen, wo unser Zuhause ist. Das ist im Himmel und alles andere wird uns zufallen. So steht es geschrieben und daran glauben wir. Und Gott hat uns gesegnet und wir wissen, was unser Weg ist. Er ist auch nicht immer einfach, aber wir gehen diesen Weg, weil Gott es so möchte. Und er beschützt uns und wir sind froh. Wir lassen uns leiden. Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit, schönes Wochenende und bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.